Kitas. Die Brötchen. Danke dir. Heute ist aber Zahltag. Wie schaffst du denn eigentlich die Schule, wenn du so früh schon Brötchen ausfährst? Ach, ich werde ja doch Bäcker wie mein Vater. Und wie man Teig knetet, zeigt mir in der Schule keiner. Na, du musst es ja wissen. So, der Rest ist für dich. Danke, Frau Mathisen. Tschüss. Tschüss. Morgen, Mutter. Moin, Carsten. Na, wann gibt's Frühstück? Gleich. Prima. So, na, komm. Und seid mal nicht so gierig, nicht? Ihr kriegt alle was. Morgen, Frau Mathisen. Moin, Frau Jürgens. Hier, gucken Sie mal. Die hat jemand ausgesetzt hinten an der alten Mühle. Ganz hungrig und verfroren sind sie. Und seit ich bei ihnen putze, weiß ich ja, dass sie eine große Tierliebhaberin sind. Sie werden die schon wieder aufpäppeln, ne? Ja. Das sagen sie so. Und wer nimmt sie dann, wenn sie groß sind? Warum wollen sie die denn wieder weggeben? Sie haben doch noch gar keine Katzen. Also jetzt muss ich aber rein, sonst kommen die ersten Patienten und ich bin immer noch nicht fertig mit Putzen. Habt ihr das gehört? Katzen haben wir noch nicht. Ihr müsst aber schönachtig sein, ja? Mein Sohn ist nämlich der Meinung, dass wir schon zu viele Tiere haben. Hm? Ist ihr auch? Morgen, Frau Jürgens. Morgen, Herr Schindler, Sie sind zu früh. Ich bin doch noch am Saubermachen. Die Praxis ist erst um 8 Uhr geöffnet. Na, ich bin nur so früh, damit ich wirklich der Erste bin. Um 8 ist das Wartezimmer ja immer schon voll. Aber der Erste bin ich. Als ich vorhin hier war, war das Wartezimmer leer. Ich habe nur noch schnell nach meiner Weide geguckt, ob auch die Zäune auch nicht in Ordnung sind. Das kann ja jeder sagen. Als ich zur Tür reinkam, war noch niemand da. Und nur das gilt. Warum prügeln Sie sich denn nicht? Dann hat der Doktor gleich was zu tun. Sagen Sie, Frau Jürgens, habe ich da richtig gehört? Ist da draußen etwas schon betrieben? Ja, und ob. Eines Tages müssen Sie schon um 5 Uhr mit der Praxis beginnen. Oh, Moment. Hier. Haben Sie den vielleicht verloren? Ah ja, der Knopf gehört an meinen Kittel. Ich habe ihn schon vermisst. Danke. Na, ist die Schüssel nicht ein bisschen klein für Zwunsch? Für Zwunsch schon. Mutter? Ja? Wir haben doch nicht etwa neuerdings auch noch Katzen? Doch. Sind sie nicht süß? Mutter. Wo steckt denn Annemarie? Eben war sie noch im Bad. Oh Gott, sind die süß. Guten Morgen. Morgen. Hat Papa was gegen die Katzen? Er überlegt noch. Er weiß es noch nicht genau. Also los, Kinder, frühstücken. Morgen. Ist die Post schon durch? Ist die Post schon durch? Jeden Morgen dasselbe. Er bekommt sie seit ewigen Zeiten nie vor 9. Ach, Mama möchte eben zu gern zur Schule gehen. Ja, genau wie du. Gehst ja auch gern zur Schule. Gern schon. Aber das allein nützt anscheinend nichts. Da habe ich nicht recht. Ich meine, das ist doch ein Phänomen, dass jemand in Biologie und Französisch zwischen einer 5 und einer 6 schwebt und mit Begeisterung zur Schule geht. Ich finde es gut, dass sie den Mut nicht sinken lässt. Gibst mir mal bitte den Zucker? Ja. Danke. Außerdem hast du auch schon mal eine Ehrenrunde gedreht, soweit ich mich erinnere. Da war ich 12 und zum ersten Mal verliebt. Aber kurz vor dem Abitur sollte man sich konzentrieren können. Nimm dir ein Beispiel an deinen Bruder. Eike hat das zweitbeste Abitur gebaut. Und er studiert in Tübingen, das hört sich doch nach etwas an, oder? Mann, beruhige dich doch. Warum? Ich will mich nicht beruhigen. Ich nehme mir ab heute Nachhilfe. Hast du das? Oh Gott, nur eine Katze. Keine Angst. Gleich 2? Ja, vorübergehend. Mensch, ich muss ja los. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Wieso vorübergehend? Für immer. Wenn sie groß sind, kommen sie in die Scheune. Wimmelt es vor Mäusen. So, alles klar. Ich gehe. Ja, ja. Und ich komme. Guten Morgen allerseits. Morgen. Ach so, ja. Frau Jürgens hat diesen Knopf gefunden. Wer bitte näht ihn mir an? Du bist verheiratet. Du bist mit einer emanzipierten Frau verheiratet. Ach, schon gut. Mich stört es ja nicht, wenn meine Patienten sehen, dass mir ein Knopf fehlt. Ihr meckert darum. Wer von euch beiden würde mir denn diesen Knopf an meine Kittel nehmen? Natürlich. Mach ich. Ich auch, klar doch. Nein, ich. Weil ich schon wieder zu spät gekommen bin. Ja, dann mal los, Britta. Morgen. Hast du was, Mutter? So pünktlich ist die neue gerade nicht. Warum hast du die nur eingestellt? Weil wir sie brauchen. Und weil es so beschlossen war. Du hast es so beschlossen, nicht ich. Ich habe versucht, es dir auszureden, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Du hast dich damit aber nicht durchgesetzt.
Also, wenn ihr euch jetzt zankt, gehe ich lieber. Sonst muss ich Partei ergreifen. Und das ist in diesem Haus lebensgefährlich. Wir können auf Britta überhaupt nicht mehr verzichten. Begreife das doch endlich, Mutter. Ja, ja. Ich begreife vor allem, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Doch. Du auch. Jetzt tu doch bitte nicht immer so, als ob dich jemand zum alten Eisen werfen wollte. Frau Mathiesen, Frau Storch möchte die Blutabnahme von Ihnen gemacht haben. Na, siehst du. Darf ich dich jetzt bitten, endlich deinen Dienst anzutreten? Ach ja, ist es schon soweit? Du bist genauso unpünktlich wie Britta. Und genauso unpünktlich wie du. Darf man daraus folgern, dass das Tier um die Nützlichkeit seines Tuns weiß? Mm-mm. Man darf es nicht. Dafür ein Beispiel. Der Hund, den wir im Wald freilassen, jagt nicht etwa, weil er Hunger hat. Er jagt einfach, um zu jagen. Oder Antilopen im Gehege eines zoologischen Gartens treten plötzlich die Flucht an, ohne dass ihnen Gefahr droht, nur um ihren angestauten Fluchttrieb abzureagieren. Wir nennen das... Kerstin? Hm? Welchen Begriff gibt's für dieses Verhalten? Liebe. Wir nennen es Triebhandlung. Hm? Ja, richtig. So kann man das natürlich auch nennen. Bei Antilopen genau wie bei Kerstin. Also dann, bis morgen. Tschüss. Wiedersehen. Was bleibt dabei? 15 Uhr? Aber nur, wenn Sie der Meinung sind, dass es was nützt. Wahrscheinlich nicht. Ehrlich sind Sie ja. Aber eigentlich gebe ich nur Nachhilfe, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Dann kapitulieren Sie mal nicht so schnell. Also dann? Ja. Bis um 3. Ich freue mich. Moin, Frau Mathiesen. Wieder allerhand Zeug heute. Ja, Rechnung und viel Reklame. Ja, schönen Tag dir noch. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Frau Mathiesen, hier mitteilen wir Ihnen mit, dass Sie in Schuldienst an Gnasen und Dickelsen bereits eine Minute. Hurra! Was ist denn los? Geschafft! Ich bin in den Schuldienst aufgenommen. Und weißt du wo? Am Gymnasium in Dickelsen. Und weißt du wann? Ab Montag schon. 16 Unterrichtsstunden in Englisch und Sport. Ja, gratuliere. Oh. Du hör mal, ich bin deine Schwiegermutter. Ich weiß, aber heute küsse ich jeden. Ja, ja, aber könntest du mich jetzt bitte loslassen? Ja, ich möchte nämlich zur Gräfin fahren. Oh, Carsten wird staunen. Wo ist er eigentlich? Wo soll er schon sein? Seiner Praxis wahrscheinlich, nicht? Tschüss. Tschüss. Anne-Marie, die Post. Damit muss ich Sie in die Klinik überweisen, Chins. Ist wohl was Ernstes, Doktor? Ein Leistenbruch. Ein was für Bruch? Ein Bruch der Leiste. Ja, kann man sich denn die Leiste brechen? Den Arm, das Bein, ja, aber die Leiste? Das heißt so, obwohl es nicht korrekt ist. Es handelt sich eigentlich um die Einklemmung des dünnen Darms durch eine Bruchpforte in der Bauchhöhlenwand. Es ist besser, wenn Sie das operieren lassen. Operieren? Ich war ja noch nie unter dem Messer. Ach, das ist heutzutage eine Routinesache, also keine Angst. Und wenn ich das nun ablehne? Dann kann es zu einem Darmverschluss kommen. Und das ist lebensgefährlich. Mathiesen. Ach, Sie sind's, Pastor. Moment. Also, Schatz. Jetzt gehen Sie mal raus zu Britta und die vereinbart dann für Sie einen Termin in der Klinik. Einverstanden, ja? Also tschüss und alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, Pastor, was gibt's? Carsten! Melsen? Wieso denn das? Carsten! Das tut mir aber leid. Ja, ja, natürlich.
Wieder. Carsten, ich habe eine Zusage. Das freut mich. Am Montag fange ich mit dem Unterricht am Gymnasium an. Ja, ich habe schon gesagt, dass mich das freut. Entschuldige, wenn ich das... Tag, Herr Stilber, Moment noch. Ja, einen kleinen Moment. Ist was passiert? Ja. Pitt Melsen ist abgestürzt. Abgestürzt? Ist er tot? Ekom hat es mir gerade gesagt. Ach du lieber Gott. Dann lasse ich dich erstmal in Ruhe. Wir sprechen später darüber. Wie viele Patienten sind noch draußen los? 3. Also dann. Na, Stöber, wie geht's denn? Was ich brauche, ist Aktivität. Eine sinnvolle Tätigkeit. Das Gesindehaus habe ich in den letzten Monaten ganz gemütlich eingerichtet, aber jetzt fehlt mir eine Beschäftigung. Manchmal bereue ich schon, dass ich das Schloss dem Land geschenkt habe. Ach, jetzt red keinen Stuss, Bea. Die laufenden Instandsetzungskosten konntest du doch wirklich nicht mehr bezahlen. Jetzt schau nach vorn und nicht zurück. Na, leichter gesagt als getan. Du sag mal, das Brachland da hinter dem Gesindehaus gehört doch noch dir. Ja, 5000 Quadratmeter. Soll ich da etwa Raps anbauen? Nein, aber vielleicht Blumen. Blumen? Ja, warum nicht? Olga, du weißt doch, dass ich Margareten nicht von Stiefmütterchen unterscheiden kann. Und was soll ich mit so viel Blumen verkaufen? Natürlich. Auf dem Markt, was? Da lachen sich die Leute doch kränklich. Weißt du, was wir jetzt machen? Na? Jetzt gehen wir zum alten Henninghof Eier klauen. Du stiehlst Eier? Ja, manchmal. Der alte Henning ist längst weg. Die Hühner sind noch da. Also, ich weiß nicht. Eine Gräfin und Eier klauen. Du wirst sehen, das macht Spaß. Na, guck nicht so ängstlich. Komm. Guten Morgen, ich bin eure neue Englischlehrerin. Good morning, I'm your new English teacher. Das ist meine erste Unterrichtsstunde seit 14 Jahren. Ich bitte also um Nachsicht, wenn nicht gleich alles klappt. Ich habe mächtig üben müssen, denn bekanntlich gibt es ja alle pupslang neue Lehrmethoden. Pupslang? Ja, warum nicht? Wie übersetzt du denn das ins Englische? Ich sag's doch nur den Pferden. Oh Gott, machst du schon deine Krankenrunde? Ich habe ganz vergessen, das Mittagessen zu machen. Nur keine Panik, Frau Lehrerin. Ich esse unterwegs eine Fischbude an den Bückling. Übe nur weiter. Ilse spitzt schon die Ohren. Sie möchte anscheinend auch Englisch lernen. Mach dich nur lustig. Ich habe auf jeden Fall großes Lampenfieber. Herr Doktor, fangen Sie Ihre Runde mal bei Detlefsen an. Ihr Sohn hat gerade angerufen. Frau Detlefsen hat sich den Fuß verletzt. Ja, danke, Doris. Tschüss. Bis später. Mhm. Papa, du kannst dich mitnehmen. Ist besser zu Detlefsen, ne? Eigentlich zu seiner Mutter. Ja, die wohnt ja seit 3 Jahren bei ihm. Ich habe nämlich gleich Nachhilfe bei ihm in Bio. Dann steig ein, fleißiges Kind. Ja? Nehmen Sie mich bis zum Marktplatz mit? Ja, klar. Sehr geil. Willst du auch mitgenommen werden, Doris? Nein, danke. Ich werde abgeholt. Okay, tschüss. Ja, also jetzt fange ich noch mal von vorne an. So, Frau Detlefsen. Der Salbenverband kühlt und hilft gegen den Bluterguss. Aber die Verstauchung hält nur die Zeit. Sie sollten das Gelenk in den nächsten Tagen möglichst ruhig stellen. Ja, Sie haben gut reden. Ja, verstehe. Das wird nicht leid sein bei dem Unruhegeister. Hm, er ist ziemlich wild. Wenn Peter in der Schule ist, dann wird es schwierig sein. Wir müssen sein, sozusagen unterscheiden zwischen tatsächlichen Übereinstimmungen aufgrund gleicher Herkunft und konvergenten, also unabhängig voneinander entstandenen Ähnlichkeiten. Verstehst du? Ja. Ja? Nein. Ist das wichtig? Wenn du das Abitur schaffen willst, ja. Ich weiß allerdings im Moment noch nicht so ganz, wo wir einsetzen können, Kerstin. Irgendwann vor einiger Zeit hast du den Anschluss verloren. Du weißt eigentlich gar nichts. Was weißt du über die Proteinstruktur? Nicht viel. Na komm, Robby, ich setz dich auf die Schaukel. Herr Detlefsen, Ihre Mutter hat eine Verstauchung. Sie sollte den Fuß für einige Tage ruhig stellen. Ist gut, Doktor. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Na, wie geht's? Macht Kerstin Fortschritte? Im Moment ist es noch mehr so ein durch die Materie tasten. Kommst du jetzt öfter?
Ich glaube, für die erste Nachhilfestunde darf ich kein Honorar nehmen. Oh, so weit kommt das noch. Also, hoffentlich finden Sie jemanden, der auf den Kleinen aufpasst, wenn Sie in der Schule sind. Tschüss. Tschüss. Okay. Tschüss, Kerstin. Mach mir keine Schande, ja? Tschüss. Nicht doll. Nee, pass auf, Bobby. Kommen wir zurück auf die Proteinstruktur. Nein. Was sagst du? Ich sagte nein. Ich habe keine Lust. Wozu brauche ich Abitur? Ja, wenn du kein Abitur brauchst, wozu brauchst du dann Nachhilfeunterricht? Peter, kommt doch mal rüber, ihr beiden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Und der wäre? Ich passe auf Robby auf, wenn Sie in der Schule sind. Hast du denn keine Schule? Morgen und übermorgen nur Fächer, in denen ich gut bin. Und dann ist schon das Wochenende. Auch Fächer, in denen man gut ist, darf man nicht schwänzen. Und schon lange nicht, um das Kind eines Lehrers zu beaufsichtigen. Ist auch wirklich zu dumm mit meinem Fuß. Peter, holst du uns mal das Tablett? Ich hatte doch für eine Kaffeepause schon alles bereitgestellt. Ach, das kann ich doch machen. Ja, gern, wenn Sie wollen. Steht gleich links im Flur. Okay. Robby, kommst du mit, dann kriegst du einen Kakao. Ha? Danke. Das ist nicht in Ordnung. Doch, doch. Reizendes Mädchen, die Tochter von Dr. Mathiesen. Leider lassen ihre Leistungen in Biologie und Französisch erheblich zu wünschen übrig. Und das stört dich? Hör mal, ich bin schließlich ihr Biolehrer. Wenn ich das richtig sehe, hat sie auch mehr Spaß an Kindern und Hauswirtschaft als an Biologie. Ist irgendwas mit dir? Nein. Na? Ja, nein. Morgen und übermorgen passe ich auf Robby auf, wenn ihr Sohn in der Schule ist, heute Christi. Ja? Nein, das wirst du nicht tun. Ich werde schon jemanden finden. Ja, was glaubst du, was passiert, wenn das rauskommt? Na gut, dann eben nicht. Also, wenn der Kuchen so gut schmeckt, wie er aussieht. Den hat Peter gebacken. Ja? Mhm. Mensch, du bist ja ein Ass. Verzeihung. Ja, du kannst ruhig bei dem Du bleiben. Ich mach's ja hier auch. Aber bitte nicht in der Schule. Natürlich nicht, Herr Oberstudienrat. Entschuldigung. Rob! Das wollte ich nicht. Dekelsen, hier ist Dekelsen. Sie haben Anschluss an einen Nahverkehrszug nach Lübeck, Abfahrt 711 von Gleis 2 und an den Bahnbus nach Bredstedt, Abfahrt 17:20 vom Bahnhof Hofplatz. Herzliches Beileid, Thea. Kann ich was für dich tun? Nein, nein. Achtung, Gleis 1. Zum Nahverkehrszug nach Flensburg bitte einsteigen und die Türen schließen. Der Zug fährt in Kürze ab. Bier für Bertha. Gib doch der Bertha einen aus, Willem. So, die Bertha ist doch nicht in Trauer. Na, im Gegenteil. Der Bertha kann's doch nur recht sein. Das Duo der Klatschweiber ist jetzt endlich wieder komplett. Ja, die Gerüchteküche ist wieder am Kochen. Irgendwie ist die Welt jetzt wieder in Ordnung. Wie ist das eigentlich, Bertha? Weiß man schon was Näheres über den Tod von Pitt? Ja? War nicht artig? Hat Thea ihm Schubs gegeben? Wenn die Thea mich in den Clown gehabt hätte, wäre ich freiwillig gesprungen.
Jetzt komm doch mal runter von deinem hohen Ross und gib endlich einen Kommentar ab, Bertha. Na, na, wie siehst du denn aus, Asmussen? Pastor, wir sitzen hier ganz friedlich und unterhalten uns über den Unfall von Pitt Melson. Da gießt mir die Bertha plötzlich mein Bier über den Kopf. Erzähl doch mal, Pastor, die Polizei da unten in Tirol, die soll die Thea im Verdacht haben. So, da weißt du mehr als ich. Die Frauen waren jedenfalls der Untergang von dem armen Pitt. Er war einfach zu weich, zu nachgiebig. Man muss den Weibsbildern von Anfang an klar machen, wer das Sagen hat. Dann wagen sie es nicht aufzumucken. Geh an deine Theke und schenk Bier aus. Sonst führe ich am Stammtisch mal vor, wie das ist, wenn ich aufmucke. Ja, ist ja gut, Erna. War doch alles nur Spaß. Machen Sie mit dem mal klein, Chef. Doch, Bertha, das sollten Sie tun. Wenigstens das Beileid aussprechen. Sie hat mich im Stich gelassen. Ihre beste Freundin. Wegen einem Mann. Der Mann ist tot. Jetzt ziehen Sie einen Strich unter das Vergangene, ja? Wie geht es ihr denn? Was sagt sie denn? Ach, Bertha, was soll sie sagen? Kummer hat sie. Allein ist sie. Danke. Mensch, Asmussen, dem solltest du jetzt aber nichts mehr geben. Der hat mindestens 3 Promille. Wer bist denn du? Der Doktor. Aber du erkennst heute wohl niemanden mehr, was? In diesem Nebel. Er hat nur 3 Schnäpse und 3 Bier. Und wie viel hat er intus, als er reinkam? Keine Ahnung. Bei mir müssen eintreffende Gäste keinen Alkoholtest machen. Wenn er zahlt, dann nehmen wir aber den Zündschlüssel ab. Ja? Also, Bertha, was ist denn nun? Nicht einmal geschieden war der Pitt. Und sie macht mit ihm Urlaub in Tirol. So streng urteilt ja nicht mal der Pastor. Jetzt gehen Sie mal ruck, ne? Thea braucht Ihre Hilfe. Ne? Ist was? Ja, du verlierst. Merke ich selber. Auf die Dauer besiegt man den Automaten nicht. Ich habe ein System. Scheint nicht viel zu taugen. Ich bin erwachsen. Ach ja. Merkt man gar nichts von. Wo bleiben Sie denn? Na komm, Doktor, setz dich, trink ein mit. Nee, danke. Ich bin hundemüde, ich möchte nach Hause. Tschüss. Tschüss, das ist nicht. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Da gibt es ganz andere Sünder, die du ungeschoren davonkommen lässt. Oder willst du mich bestrafen? Oder ist es, weil wir das Sakrament der Ehe verletzt haben? Pitt war von allen Menschen verlassen, auch von seiner Frau. Verstehen Sie ihn, Pastor? Nein. Es ist aber auch nirgends in der Schrift die Rede davon, dass man ihn verstehen müsste. Praktisch. Man fragt und er antwortet einfach nicht. Welche Fragen hast du denn, Thea? Ich weiß nicht, ob Pitt mich überhaupt wirklich ein bisschen lieb gehabt hat. Das hättest du mal Pitt fragen müssen. Der Pitt hat es nie gesagt. Und weil ich mich doch in sein Herz eingeschlichen habe, erpresserisch sozusagen, weiß ich jetzt nicht, ob er mich wirklich lieb gehabt hat. Er hat es nie gesagt. Ohne ein bisschen Liebe fährt keiner mit dir nach Tirol, Thea.
Es sei denn in Ketten. Was? Das Schlimmste ist, wie die Leute lästern. Dann denk mal dran, wie du immer über andere gelästert hast. Und nimm es gelassen. Du wirst zur Ruhe kommen mit Gottes Hilfe. Ach, der ist ein bisschen weit weg. Na ja, auf meine Hilfe kannst du auch rechnen. Ich stehe im Dienste Gottes. So, und nun gehen wir rüber und trinken einen Tee zusammen. Einverstanden? Ja. Ist doch hip, die Weste, oder? Ja, echt heavy. Ich mach nur ein Change. Hast du Meinung gegen einen Anruf bei meiner Mutter? Willst du dich da anzoffen? Nein, aber ich will vielleicht am Wochenende mal rüberdüsen. Knöpfchen drücken. Hi, Mami. Bist du's, Eike? Aber wenn das dein Vater erfährt, mein lieber Eike, ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Ja, gut, mach ich. Bis dann. Tschüss. Wo steckt denn der Junge? Tschüss. In Hamburg. Was macht er in Hamburg? Er ist aus Tübingen weg. Wie bitte? Er sagt, es ist zu stressig. Er muss erst mal zu sich selber finden. Was soll das denn heißen? Das weiß ich nicht. Sieh mich nicht so vorwurfsvoll an. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das in Ordnung finde. Wenn du Näheres wissen willst, frag ihn selbst, er kommt am Wochenende. Tschüss. 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 So, er kommt am Wochenende. Bis dahin sollten wir beide aber diese neue Situation durchdiskutiert haben. Jetzt geht's leider nicht. Ich muss auf die Beerdigung von Pete Melson. Also, bis später. Bis später. Immer noch den Fleisch und setz die Kartoffeln auf. Ja, Kerstin, nehmen Sie doch bitte das Buch mit und legen es in Peters Arbeitszimmer, ja? Ja, klar. Danke. Guten Morgen, Herr Detlefsen. Herr Pater. Wollten Sie was sagen? Nein, wieso? Hatte nur so den Eindruck. Ja, ich wollte tatsächlich was sagen. Das Foto auf Peters Schreibtisch. Das war wohl seine Frau. Mhm, das war sie. Wann ist sie gestorben? Kurz nach Roberts Geburt. Ihr Tod hat Peter sehr verändert. Robby, was machst du denn da? Mach's was! Mensch, pass auf, es ist gefährlich. Mach das nicht, du. Ist nicht. Komm, nimm den Ballon und spiel mal mit dem ein bisschen. Die Splätze sind echt zu gefährlich. Hm? Nee. Was machen Sie, wenn ich wieder laufen kann? Dann besuche ich Sie eben einfach so. Ohne besonderen Anlass. Was, mich?
Ja, Sie. Robby. Ja, und natürlich auch Peter. Falls er nichts dagegen hat. Er hat viel einstecken müssen, unser lieber Pitt. Es war nicht seine Stärke, sich durchzusetzen und etwas für sich zum Guten zu wenden. Da hat er eine zu aufrechte, redliche Gesinnung und zu viel Respekt vor seinem Herrgott. Warum also, fragen wir uns, musste er, kaum dass er die Hälfte des Lebens überschritten hatte, so plötzlich heimgerufen werden? Wären ihm nicht noch viele Jahre der Ruhe und des Glücks zu gönnen gewesen? Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Na, wie geht's, kleiner Mann? Hä? Gut. Gut, na prima. Was hältst du davon, wenn ich dich ins Auto lade und zum Essen ins Restaurant von Mark Bohm entführe? Davon halte ich gar nichts. Warum nicht? Hallo, da bist du ja. Dann kann ich ja das Essen auftragen. Mensch, ich habe sie gar nicht erkannt. Das liegt wohl an dem blonden Haar. Sieht ganz fremd aus. Also wo ist Pitt? Ich habe geklingelt, gegen alle Fenster geschlagen, aber nichts rührt sich. Sieht doch alles ein bisschen vergammelt aus. Wo steckt er denn nun? Wissen Sie nicht, wo er hingegangen ist? Was wollen Sie von ihm? Ja, zurück will ich zu ihm. Der Kerl, mit dem ich das letzte Jahr verbracht habe. So ein Schuft, ein Halsabschneider. Aber Pitt hat mich verstanden. Pitt hat mich geliebt. Ja. Und darum haben Sie ihn noch bis aufs Hemd ausgezogen und sein Geld verjubelt. Aus einem wohlhabenden Mann haben Sie ein armes Würstchen gemacht. Das ist ja ein Ding. Wie kommen Sie mir denn? Was geht denn Sie das an? Ich kann Sie zu ihm bringen, wenn Sie unbedingt darauf bestehen. Wie? Ist das denn so weit? Wie man es nimmt. Wie man es nimmt? Na ja, schön. Also, ich kann ja nicht ewig hier draußen sitzen und auf ihn warten. Wäre keine andere Wahl. Wir waren uns doch eigentlich einig, dass du die Schule nicht schwänzt. Hab ich auch nicht. Kerstin ist nach Schulschluss gekommen. Du solltest lieber Biologie pauken, statt für mich Essen zu kochen. Sie hat es für Robert und mich gekocht. Aber wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja zu Mark Bohm gehen. Aber allein. Warum ist es denn alles so kompliziert? Ach, ich krieg auch zu Hause was zu essen. Kerstin, jetzt bleib hier und iss zu Ende. Nein. Kerstin, bleib doch hier! Du solltest lieber Biologie pauken, statt für mich Essen zu kochen. Kannst du das denn nicht verstehen? Ich kann mich doch nicht auf eine Freundschaft mit einer Schülerin einlassen. Ach, die Schülerin ist fast 20. Ich bin ihr Lehrer. Die ganze Klasse macht schon dumme Bemerkungen. Außerdem kommt ihre Mutter am Montag als Lehrerin an unsere Schule. Ja, da sehe ich nur überhaupt keinen Zusammenhang. Ach, jetzt hat sie auch noch ihre Mappe hier liegen gelassen. Was soll das denn? Ich soll sie zu Pitt bringen, das wollten Sie doch. Also kommen Sie.
So. Nun wissen Sie, wo Pitt ist. Mal, was ist passiert? Ich will nicht. Ich will nicht in diese Ausnutzung. Sally, sind das so brutal. Brutal bist du zu dir selbst. Mensch, wie kannst du dich so besoffen aufs Motorrad setzen? Du musst in die Klinik. Ich hole Verbandzeug und rufe den Rettungswagen. Stehen! So ein Verfluchter. Ja, den Rettungshubschrauber. Er hat ziemlich viel Blut verloren. Schau in der Kartei nach, welche Blutgruppe er hat. Und dann... Ach was, Mutter, ruft gleich den Rettungshubschrauber der Marine. Er ist nämlich direkt ins Moor gelaufen und ich habe ihn aus den Augen verloren. Knickmoor, Abzweig, Brett steht. Ende. Einsatz für die Kieler SAR über Land. Ich wiederhole, Einsatz für die Kieler SAR über Land. Deine Mappe. Wie willst du denn deine Schulaufgaben machen ohne deine Bücher? Danke. Es fängt gleich zu regnen an. Na komm, ich fahre dich nach Hause. Das Fahrrad tun wir hinten rein. Okay. Dann komme ich auch eher zum Bioparken. Das hat mir nämlich mein Lehrer dringend empfohlen. Wo bist du? Lars, hörst du mich? Hilfe! Doktor! Ich hab keinen Halt mehr! Doktor! Doktor! Leuchter. Jetzt kann ich dir doch auch nicht mehr helfen! Bleib ruhig, beweg dich nicht! Ich versinke! Der Hubschrauber ist schon unterwegs! Doktor! Ich hole Äste und Zweige! Also einer muss ja wohl anfangen. Moment. Mit reden.
oben hast du doch angehalten, oder? War es das, was du mir sagen wolltest? Ja. Und was sagst du dazu? Komm! Versuch dir Halt zu geben! Es hat keinen Zweck, Doktor! Doktor, ich glaube, mir wird schwarz vor Augen. Kein Wunder, so viel Blut, wie du verloren hast. Warte! Ich versuche, dich zu erreichen! Verdammt nochmal, Lars, warum bist du noch weggerannt? Das haben wir jetzt davon! Personen ausgemacht. Bergungsaktion läuft an. Begreifen, dass Dr. Mathiesen ihnen das Leben gerettet hat. Unser Doktor. Gib mal her. Ab in die Klinik mit der Schnapsleiche, damit sie nicht zur Moorleiche wird. Danke. Tschüss. Und du, Doktor, wo willst du jetzt hin? In die Badewanne. Mach's gut. Danke. Tschüss.